Ja, ist denn schon Advent? Ich weiß nicht, wem das durch den Kopf gegangen ist, als Sie die Liednummer entdeckt haben. Das Eingangslied, das wir eben gesungen haben. Ist das nicht ein bisschen zu früh, wenn wir dieses Lied singen? Das ist etwas Spannendes mit diesem Lied. Darauf werde ich nachher noch kurz eingehen, liebe Schwestern und Brüder. Wir könnten uns natürlich herausreden und sagen, naja, wir sind hier in der alten gallischen Liturgiefamilie und da begann der Advent eben direkt am Tag nach dem Martinstag. Also wären wir auf der sicheren Seite. Aber wenn Sie dann genau geschaut haben bei der Nummer, die Sie aufgeschlagen haben, haben Sie festgestellt, dieses Lied steht gar nicht mehr bei den Adventliedern. Das ist gewandert im Gotteslob. Es ist ja eigentlich ein evangelisches Lied. Und dort stand es nie bei den Adventliedern. Nur die Katholiken, die es dann irgendwann übernommen haben, haben es sehr deutlich unter die Adventlieder eingereiht. Bei den evangelischen Schwestern und Brüdern stand das immer am Totensonntag. Denn wachet auf, ruft uns die Stimme, gilt den Toten. Bevor wir darauf ein wenig noch eingehen und den Hintergrund kennenlernen, will ich in einem ersten Teil eingehen auf das Gleichnis, das uns so vertraut erscheint mit diesen jungen Damen. Einige sind ein bisschen helle, einige ein bisschen nachlässig. Und das haben wir schnell sortiert. Was wir dabei schnell vergessen ist, dass, wie Klaus Berger das nennt, dieser Exeget, dass es ein Skandalgleichnis ist. Was ist so skandalös an diesem Gleichnis? Nicht, dass von 10 Leuten 5 eher helle sind und 5 nachlässig. Das ist nicht skandalös, das ist wahrscheinlich eher realistisch. Aber wie sich der Bräutigam verhält und wie sich die relativ hellen jungen Damen verhalten, ist das nicht skandalös? Überhören wir das nicht allzu schnell? Dieser Bräutigam kommt zu spät, und zwar ziemlich zu spät. Was wir nicht hören, was wir vielleicht erwarteten oder erwarten könnten, ist eine Form von Entschuldigung. Nichts. Der kommt. Und wenn er dann endlich da ist, dann wird alles schnell gesammelt und die Tür wird zugemacht. Und die anderen 5, die so wenig Öl hatten, die kennt er dann gar nicht mehr. Die haben Pech gehabt. Und sie kriegen auch nichts geschenkt. Jesus erzählt dieses Gleichnis. Und das ist eine Seite des Christentums, die wir sehr schnell ausblenden, die wir nicht wahrhaben wollen. Das ist eine Seite des Christentums und der Verkündigung Jesu, die von den harten Seiten eines Gerichtes spricht, die davon spricht, dass man den Zeitpunkt verpassen kann, die davon spricht, dass einem nichts geschenkt wird. Auch das ist ein Wort Jesu, das hier zu diesem Gleichnis passt. Wer hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er zu haben meint. Das ist ein Wort Jesu. Das ist nicht allein das Evangelium. Damit wir nicht erschrecken. Wir sind ja ein bisschen schreckhaft geworden. Aber das ist auch Evangelium. Was uns das Gleichnis und Jesus selber auch vorenthält, ist, was denn das Öl bedeutet. Was bedeutet das denn, genug Öl mitzunehmen, Vorräte anzulegen? Was heißt das? Was bedeutet das Öl? Jesus lässt es offen. Und das hat auch etwas zu sagen. Wenn Jesus diese Deutung nicht selber festlegt, am Schluss kommt nur die Mahnung zur Wachsamkeit. Das heißt, wir sollen selber kreativ sein, was das bedeuten kann. Ich mache einen Vorschlag. Vielleicht sind das Ressourcen, dieses Öl, die wir brauchen, um zu überleben, liebe Schwestern und Brüder. Man nennt das, ich folge hier der Auslegung ebenfalls noch einmal von Klaus Berger, das, was man an Wissen angesammelt hat, im Umgang mit dem Wort Jesu, in dem, wie man Jesu Wort gelebt hat,
in der Tradition, in diesen 2000 Jahren Christentumsgeschichte. Man hat das immer Kontemplation genannt. Umgang mit der Schrift, Feier der Liturgie. Das sind Ressourcen, die wir heute ziemlich missachten. Zumindest in der westlichen Hemisphäre des Christentums. Die wir gering achten. Ach ja, so ein bisschen Gedöns machen wir dann noch im Gottesdienst. Da muss man noch nicht sehr viel Sorgfalt haben. Wir machen da noch sowas. Natürlich, ein paar kommen ja doch immerhin sonntags noch. Und wir reduzieren das dann auch, wie das jetzt aussieht, wenn diese Großmodelle kommen, dann auf den Sonntag. Die Woche über passiert ja eh nichts, da kommt ja eh keiner mehr. Das, liebe Schwestern und Brüder, lässt sich nach diesem Gleichnis, wenn wir einmal diese Ressourcen so definieren, ziemlich klar auf die zweite Hälfte der jungen Damen einordnen. Das ist ziemlich töricht. So kann man nicht überleben. Und das führt uns direkt in die Entstehungsgeschichte unseres Liedes, das ja in diesem Evangelium auch, nicht nur, aber auch wurzelt. Dieser Philipp Nicolai, der es geschrieben hat, war der Sohn eines katholischen Priesters, der dann zu den Lutheranern gegangen ist. Und dieser Sohn war ein überzeugter Lutheraner. Und der hatte eine ziemlich lose Feder und ein ziemlich loses Maul. Darin war er gut, der war rhetorisch geschickt. Und deshalb hat er eine Streitschrift nach der anderen herausgehauen. Und zwar nicht, was Sie jetzt denken, nur gegen die Katholiken. Nein. Lutheraner waren unmittelbar nach der Reformation sozusagen in einem geistlichen Zweifrontenkrieg. Ebenso und eigentlich viel heftiger noch gegen Calvinisten. Und da musste er sich behaupten. Die Calvinisten haben verhindert, dass er seinen Doktor in der Theologie bekommt. Und die Katholiken haben ihn aus einer Kirche vertrieben. Das war damals nicht so klar geregelt, wem jetzt da welche Kirche gehört, nur weil der Pfarrer das Bekenntnis wechselt. Und so findet er sich irgendwann in Unna wieder, dort am Rand des Ruhrgebiets. Und dort erlebt er etwas sehr Schlimmes mit seiner Familie. Es bricht die Pest aus in dieser Stadt und er beschreibt, wie innerhalb von 2-3 Wochen 1400 Leute wegsterben, wie die Fliegen. Er beschreibt, wie aus dem Nachbarhaus 30 Leute herausgetragen werden, tot. Von der Pest dahingerafft. Und mitten in dieser schlimmen Erfahrung lässt er diese Streitschriften einfach einmal sein. Und er entdeckt etwas viel Tieferes. Er stimmt nicht ein in die Klagelieder eines Jeremia oder eines Hiob, sondern aus dem Evangelium heraus nimmt er Zuflucht zu den Ressourcen, die uns geschenkt sind und die das Christentum immer freudig und am Leben erhalten haben, nämlich den Blick in den Himmel. Er schreibt gleich mehrere Liedtexte. Einen davon haben wir eben gesungen zu Beginn. Der Zwillingsbruder dieses Liedes ist eigentlich noch bekannter. Wie schön leuchtet der Morgenstern mit all seinen Strophen. Sie finden dort nicht eine einzige Zeile über das Elend, das er erlebt, die wirklich drückende Not, die stinkende Pest, die ihn umgibt, sondern nur den freien, sehnsuchtsvollen Blick in die Zukunft, die Gott uns versprochen hat, der Blick in den offenen Himmel. Und er ruft den Toten mit diesem Lied zu: Wachet auf! Ruft uns die Stimme Christi. Wir haben eben die Stelle im 1. Thessalonicher Brief von Paulus gehört. Es ist ein Weckruf, der durch das Christentum in die Welt kommt, der durch Christus in die Welt kommt, auch in die Welt der Toten, was wir in diesen tristen Tagen so schnell vergessen. Aber vor allen Dingen auch, was wir in einem anderen Lied singen, weckt die tote Christenheit, die jetzt lebt. Und so singen wir in unserer katholischen Tradition dieses Lied zu Recht auch im Advent. Denn das ist die Zeit des Wachwerdens und des Wachseins. Und dass wir diese Perspektive nicht verlieren,
Dazu hilft uns heute dieser lutherische Bruder aus dem 16. Jahrhundert sehr auf die Sprünge, liebe Schwestern und Brüder. Mit seinen schönen Zeilen. Und wir hören sie und singen sie wahrscheinlich dann in 3 Wochen wieder anders und vielleicht noch inniger als eben, wenn wir den Hintergrund wissen. Diese Zeilen geben uns Auskunft über die Ressourcen, aus denen Christen leben können. Nicht nur in diesem schlimmen Zeitalter der sogenannten Reformation, auch in den heute nicht leichten Zeiten der Kirche. Es gilt, mit Öl die Lampen zu füllen und Vorräte anzulegen. Aus dem gesamten Christentum zu schöpfen, das Beste herauszunehmen und mitzutragen. Im Umgang mit der Schrift, in der Feier der Liturgie, in dem Blick in den offenen Himmel.